Verehrte Besucher, wir schließen in wenigen Minuten. Bitte verlassen Sie die Ausstellung durch die Halle 1. Die Parkplätze befinden sich am Haupteingang. Ach, Sie können hier nicht sitzen bleiben. Muss hier gleich putzen. Also was die Leute so alles stehen lassen, was dann nachher einfach liegen bleibt. Hab schon so manches abgestaubt. Eigentlich putze ich ja nur bei der Familie Laumann. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Ist einmal der Sohn Herbert Laumann und dann noch die Mutter Agathe Laumann. Die hat ja eine unglaubliche Ähnlichkeit mit dieser amerikanischen Schauspielerin Etta Stone Miller. Tja, sowas passiert unser einem nicht. Ich denke ja oft über die physikalischen Bedingungen einer hypothetischen Urexplosion nach. Wie Sie vielleicht wissen, war der Urzustand des Weltalls ein sehr heißes Gemisch von Kernteilchen, ein Plasma also, das sich sehr schnell ausdehnte und dabei abkühlte. Messungen der kosmischen Radiostrahlung haben ergeben, dass jeder Kubikzentimeter des intergalaktischen Raumes mit etwa 400 Photonen angefüllt ist. Das entspricht etwa 400.000 Photonen pro Liter. Ein weiterer wichtiger Aspekt für die Kosmologie ist, dass es zu jedem Teilchen auch ein entsprechendes Antiteilchen gibt. Die Zerstrahlung von Teilchen und Antiteilchen, beispielsweise die Zerstörung eines Elektrons und eines Positrons, wobei zwei Photonen entstehen, ist doch wohl eine sehr drastische Bestätigung für die Gleichwertigkeit von Materie und Energie. Beschleunigt man nun eine subsymmetrische Antimaterie gegen die Masse eines Elektron-Positron-Paares, verdampfen die aufeinandertreffenden Teilchen zu Antiteilchen und werden zu Dreiergruppen von Quarks. Wie sie beim Ablauf des Urknalls entstehen konnten. Das entspricht einer Beschleunigung von m gleich klein mc hoch 2. Im Vergleich dazu, ein normales Pilz dauert nach wie vor 7 Minuten. Kosmisch gesehen ein Witz. Aber ich erzähle Ihnen da mit Sicherheit nichts Neues. Aber ich kann mir einfach nicht das Mischungsverhältnis von Putzwasser und Putzmittel merken. So, dann will ich mal die Staubteilchen aufnehmen.